Hallo zusammen. Ja, heute gibt es mal wieder ein Real Talk Video und zwar möchte ich mal ein bisschen erzählen, wie so meine Arbeit als mobile Reisevermittlerin aussieht, abseits dieser ganz normalen, ja, Kundenkontakte oder des Buchens selber und des Beratens. Denn dieser Job beinhaltet so viel mehr, wenn man denn selber gerne möchte. Und das sind teilweise Dinge, die auch noch richtig Spaß machen, wenn man irgendwo selber auch mit Leidenschaft bei dem Thema ist. Und das bin ich ja, mein Mann genauso, weil wir betreiben ja diese mobile Reisevermittlung gemeinsam. Und da möchte ich einfach so ein bisschen jetzt mal erzählen, weil wir auch in den letzten Wochen in den Bereichen viel gemacht haben und blende euch dazu aber auch immer mal wieder ein paar Videosequenzen ein, damit ihr das Ganze auch mal sehen könnt. Denn es sind wirklich tolle Sachen, von denen auch schon aus der Family welche gesagt haben: Mensch, wenn du das da immer postest, das sieht ja aus, als ob du selber nur Spaßveranstaltungen machst, als ob du irgendwie immer Urlaub hast. Nee, nee, es ist schon in Anführungsstrichen eine harte Arbeit. Aber Arbeit, die sehr viel Spaß macht und wo viele gar nicht wissen, dass man sowas macht. Und das machen auch Leute, die im Reisebüro ganz normal, also in einem stationären Reisebüro arbeiten. Aber eben wir machen es besonders häufig oder versuchen so oft wie es geht, einfach weil wir A ja auch Quereinsteiger sind und B einfach sagen, das sind Sachen, womit man wirklich immer total up to date bleibt. Ja, und da möchte ich heute mal einfach so ein bisschen was erzählen, was wir auch so vor allem in den letzten Wochen gemacht haben, denn da waren echt tolle Sachen bei. Aber auch ein ganz großes Highlight, was wir im letzten Jahr schon hatten, das hebe ich mir natürlich ein bisschen bis zum Schluss auf, aber wir fangen mal mit den schönen anderen Dingen des normalen Alltags an. Ja, und zwar das Erste, worüber ich erzählen möchte, sind verschiedene Events, wo man also hingehen kann, wo also Schulungen sind, aber eben auch ja, quasi ein Get-Together, ein Austausch mit anderen Leuten aus der Branche, ein Austausch mit den Veranstaltern, mit den Reedereien und so weiter, mit den Ansprechpartnern dort. Und da gibt es ganz vielseitige Sachen und so in letzter Zeit haben wir da auch an einigen Sachen teilgenommen. Zum Beispiel waren wir in einer richtig coolen Location, die einfach super zu dem Thema passte. Und zwar ging es da um USA-Reisen und das war wirklich in so einem, ja, in so einem Diner, wie ihr das hier seht. Also ich blende euch da ein bisschen was so ein. Wir waren da also in so einer tollen Location, wo man wirklich eben entsprechend auch amerikanisches Essen bekommt und so weiter. Alles in dem Style. Das sah also wirklich ganz, ganz cool aus. Und da wurden also Leute aus der Reisebranche eben eingeladen. Das heißt, man kann sowas sehen in diversen Gruppen. Man kriegt es über die Verteiler, wie auch immer. Man ist da ja vernetzt. Sollte man sein, wenn man in dem Bereich arbeitet. So, und von daher kriegt man das dann mit und dann kann man sich da anmelden und wenn das dann klappt, manchmal ist natürlich, oder es ist natürlich meistens ein Auswahlverfahren, beziehungsweise wer zuerst kommt, mal zuerst, weil immer nur begrenzte Plätze da sind. So, dann meldet man sich da also an. In diesem Fall war es eben auch so, Kosten entstehen da in der Regel meistens keine, außer die, die ihr habt, um anzureisen, gegebenenfalls auch eine Hotelübernachtung, je nachdem, wo ihr auch seid und wie ihr das seht, ob ihr sagt, ich will stressfrei haben und bleib lieber abends nach der Veranstaltung da oder so. Also da schon, aber die Veranstaltungen, die Schulungen selber sind in der Regel kostenfrei, wenn ihr aus dem Bereich kommt. So. Und das war eben auch so eine richtig coole Veranstaltung, super interessant gemacht. Es ging aber los mit wirklich ganz tollen Sachen. Und wie gesagt, wenn man das postet, so und die Familie sieht das, die Freunde sehen das und sagen, hey, was ist denn das? Das ist doch nicht schon wieder Business. Doch, ist Business. Und zwar ist es dort gestartet mit der Begrüßung, dass man erstmal so locker zusammenkommt. Das ging dann los ab, ich glaube 18:30 war es bei der Veranstaltung. So, man kam also dahin und dann war erstmal so eine halbe Stunde ankommen, dass jeder ankommen konnte. In der Zeit wurde Fingerfood gereicht. Wir haben dann gedacht, ja gut, so ein paar, vielleicht so kleine Chicken Wings oder irgendwas Kleines zum Knabbern oder Nachos oder so. Nein, es sah da schon wirklich aus wie so ein Buffet und wir haben gedacht, Gott, wenn das schon das Fingerfood ist, was ist denn dann später? Weil es sollte in der Pause dazwischen auch noch richtiges, ja, amerikanisches Buffet quasi geben und das war einfach mega. Ich blende euch dazu auch noch ein bisschen was ein, was ich da fotografiert, gefilmt habe, wie auch immer. Und also das alleine schon, ne? Man kommt da in dieser lockeren Atmosphäre zusammen, kann sich ein bisschen austauschen so und dann geht halt die Veranstaltung an sich los. Und es war in dem Fall so, dass wirklich sechs waren es, glaube ich, sechs verschiedene ja, quasi Workshops dort waren. Da ging man in kleinen Gruppen hin, das wurde dann aufgeteilt und wurde gesagt, so, die Gruppe fängt jetzt da und da an und dann ging das immer so rum. Und da wurden wirklich ganz tolle Sachen halt vorgestellt. Zum Beispiel eine ganz coole ja, Zugreise in den USA, eine Dampferfahrt auf oder eine Kreuzfahrt auf dem Mississippi quasi mit wirklich mit so einem tollen Schaufelraddampfer und so weiter.
Das wird da also vorgestellt, da wird ein bisschen erzählt drüber, da wird dir halt an die Hand gegeben, wie du das mit dem Kunden gut verkaufen kannst, für welche Kunden sowas passen kann und. Ist also super informativ, du lernst viel, aber hast nicht das Gefühl, dass du arbeitest, weil es einfach eine coole, lockere Atmosphäre ist, es macht uns Spaß. Wir haben selber nicht nur für die Arbeit viel mitgenommen, sondern auch wieder für uns, wo wir gesagt haben, boah, ja, das müssen wir selber auch nochmal für uns machen oder so. Also ganz tolle Veranstaltung. Ähnlich war es dann bei so einem ja, Reisebüro-Stammtisch nannte sich das. Da waren dann auch verschiedene Veranstalter, die dort ausgestellt haben. Es war wie so eine kleine Messe und ihr seht das hier. Das war eine richtig, richtig elegante Location und auch dort das Essen inklusive. Und das war wirklich ein Essen vom Allerfeinsten. Also wirklich, dieses ganze Gut steht da auch für sehr gehobene Küche. Die haben eine eigene Patisserie. Da haben wir auch hier die Lecker-Pralinen gehabt und so weiter. So, und zwischendrin natürlich arbeitet man da auch, sprich, man geht zu den verschiedenen Ständen, man informiert sich, man nimmt Infomaterialien mit. Die Unternehmen stellen sich dort vor, die zeigen, was gibt es überhaupt alles, was ist vielleicht auch neu, weil natürlich gewisse Veranstalter kennt man und da kennt man das Produkt auch mittlerweile sehr gut, aber es gibt ja immer wieder was Neues und das ist einfach eine schöne, lockere Art, sich das alles anzueignen und das war auch eine ganz, ganz tolle Veranstaltung. Dann waren wir jetzt schon zweimal bei der Cruise Akademie. Das ist natürlich was für uns, was ist unser Schwerpunkt, weil wir eben schwerpunktmäßig uns natürlich auf Kreuzfahrten fokussieren. Und da stellen sich eben die verschiedenen Reedereien vor. Es wird eben auch da gesagt, was ist neu, was wird gemacht, auch in Sachen Umweltschutz und so weiter. Und auch da ist es eben immer so, es ist immer verbunden mit einem gemütlichen Essen. Es gibt Verlosungen, wo man selber Reisen gewinnen kann und. Man hat einen super netten Austausch mit Ansprechpartnern, kann sich da ja quasi dann vernetzen und alles. Also das ist schon eine ganz, ganz tolle Sache. Und von daher lieben wir solche Veranstaltungen. Sowas gibt es halt ganz viel dann, wenn man in dem Bereich tätig ist. Man muss sich natürlich auch selber ein bisschen kümmern und klar, man muss natürlich auch die Zeit haben, was bei uns natürlich auch nicht immer der Fall ist, weil, wie gesagt, es nebenberuflich ist. Aber wir machen das sehr, sehr oft, wie ihr es da auch schon gesehen habt. Ein paar Mal waren wir schon da und wir waren auch noch ein paar Mal öfter. Ich zähle jetzt nicht alles auf, denn vieles gleicht sich irgendwo von den Abläufen für euch. Aber nur, dass ihr seht, solche Veranstaltungen gibt es. Das sind schon Highlights, aber dann kommt noch was, was gerade eben für Leute, die selber auch so ein Herz für die Kreuzfahrt haben und in dem Bereich schwerpunktmäßig arbeiten wollen oder vielleicht auch dann irgendwann arbeiten, was noch cooler ist. Ja, und Highlights oder besonderes Highlight eben auch für Leute, die selber gerne auf Kreuzfahrt fahren wie wir oder die eben auch den Schwerpunkt in diesem Bereich setzen bei ihrer Reisevermittlung, sind Schiffsbesichtigungen. Also die Reedereien bieten für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den Reisebüros oder eben generell so aus dieser Reisebranche, mobile Reisevermittler, selbstständige Reisevermittler, was auch immer, bieten die Besichtigungstouren an. Das heißt, man kann dann mit einer Mitarbeiterin oder mit einem Mitarbeiter, je nachdem, von der Reederei wird man dann am Hafen quasi als Gruppe in Empfang genommen und geht dann geführt mit dieser Tour über das Schiff, sieht dort die wesentlichen öffentlichen Bereiche, teils auch Kabinen, das kommt immer ein bisschen drauf an und bekommt natürlich allerhand über die Reederei gesagt, über das Konzept. So, und solche Sachen machen wir super, super gerne. Zum einen natürlich, weil es für uns immer schön ist, Schiffe zu sehen, selbst die, wo wir sagen, das wären jetzt nicht die Schiffe, mit denen wir privat verreisen würden. Und zum anderen ist es einfach so, da, wo man selber schon drauf war und wenn es auch nur kurz war, wenn man einmal wirklich so die Bereiche gesehen hat, man kann das anders einschätzen. Man weiß zum Beispiel genauer, ist das wirklich ein Schiff, was schön großzügig ist, wenn es auch groß ist? Oder ist es zwar großzügig von oder sieht es zwar groß aus, ist aber innen vielleicht eher ein bisschen enger gebaut? Da muss man da gucken, wenn ein Kunde sagt, ich will nicht so viel Gewusel, dass man dann weiß, okay, dann vielleicht nicht das Schiff. So, und das kriegt man einfach besser mit, wenn man selber an Bord war und wenn es wirklich nur für ein paar Stunden war. Und das bieten die Reedereien oder viele Reedereien, wie gesagt, mittlerweile an. Damals konnte man das auch mal als Endkunde buchen. Wir haben das mal, als wir noch nicht in der Reisevermittlung tätig waren, bei AIDA damals gebucht. Das kam dann irgendwie, ich glaube, 50 Euro. Da war dann auch das Essen mit drin. So, aber scheinbar gibt es das so nicht mehr. Aber für Reisevermittler, Reisebüromitarbeiter und so weiter eben schon. Das ist dann aber auch kostenfrei. Nur die Anreise oder gegebenenfalls Übernachtungen müsst ihr bezahlen. So, und das nutzen wir, wann immer es geht. Versuchen wir uns darauf zu bewerben. Natürlich klappt das nicht immer, weil es wollen natürlich auch viele Leute machen und die können da nicht mit riesigen Gruppen drüber.
So, und jetzt hatten wir wirklich in letzter Zeit sehr, sehr viel Glück und haben mehrere Schiffe machen können, unter anderem die Norwegian Prima. Das ist ja das ganz neue Schiff von Norwegian Cruise Line, wo ihr über drei Decks verteilte Kartbahn habt und sowas. Wir durften dort sogar diese Rutsche ausprobieren. Das ist so eine Freefall-Trockenrutsche. Ich habe das nicht gemacht, das ist nicht so mein Bereich. Und da mein Mann zu dem Zeitpunkt eine Verletzung am Fuß hatte, konnte das so auch nicht mitmachen. Aber das konnte man wirklich, das durften wir machen und solche Sachen. Also da könnt ihr dann auch richtig mal schauen. Manchmal darf man eben gewisse Sachen auch ausprobieren. Das ist auch immer unterschiedlich, je nach Reederei und selbst von Schiff zu Schiff unterschiedlich. Wir haben jetzt zum Beispiel dieses Wochenende oder vergangenes so gesehen, gleich 2 Tage hintereinander eine Schiffsbesichtigung gehabt, beides Mal MSC, einmal das ganz neue Schiff, die MSC Euribia. Das ist ja auch das erste Kreuzfahrtschiff, was überhaupt eine klimaneutrale Kreuzfahrt hinter sich gebracht hat, kürzlich als Test. So, die durften wir besichtigen und einen Tag später haben wir dann die Fantasia besichtigt. Voll der Kontrast, an 2 Tagen hat man das richtig mal wahrgenommen, weil das eine das ganz neue Schiff und das andere schon ein relativ altes Schiff. So, und diese Kontraste zu sehen und beide Schiffsbesichtigungen waren zwar mit der gleichen Mitarbeiterin, aber sie sagte auch, es ist immer unterschiedlich, weil letztendlich entscheiden die Leute auf dem Schiff. Was könnt ihr sehen, was nicht? Gestern konnten wir kurz in diesen Yachtclub, das ist ja der ganz spezielle Bereich. Wenn man sich da eine Kabine bucht, hat man da zu gewissen Bereichen Zugang, eigenes Sonnendeck und so, wo man wirklich nur mit der kodierten Karte vom Yachtclub reinkommt und so weiter. Auf der Euribia konnten wir es nicht sehen. Da waren wohl schon zu viele Leute dort an Bord und dann hat man gesagt, das stört, wenn die Gruppe da durchgeht, weil das ein sehr exklusiver Bereich ist. Gestern sind wir da recht früh gewesen und konnten das kurz zumindest angucken. Und ja, solche Sachen halt sind dann auch immer spannend und man selber versucht halt so viel wie möglich mitzunehmen. Wir filmen dann immer, machen daraus kleine Videos für unseren Kanal. So, und können dann eben auch ganz viel in Erfahrung bringen, können Fragen stellen. Und wie ich gerade schon sagte, es ist einfach eine andere Sache, wenn man das selber durchgeht. Man spürt ganz einfach, wie ist das Schiff? Wo könnten da in Anführungsstrichen Probleme kommen? Man hat schon genau im Kopf, oh, für welchen Kunden, der bei uns schon eh Kreuzfahrten gebucht hat und vielleicht auch mal offen für was anderes ist, könnte das vielleicht auch was sein und so weiter. Das ist einfach was. Und immer wenn wir da Bilder posten oder so, ist das auch so, dass dann viele sagen, boah, das ist doch keine Arbeit, das macht doch Spaß. Ja, das macht mega viel Spaß und wir machen das gerne, aber ich kann euch sagen, das ist auch anstrengend, weil man geht ja in relativ kurzer Zeit, rast man in Anführungsstrichen da durch. Also man ist dann 5 Stunden fast nur auf die Beine, bis auf ja, circa 1 Stunde meistens, wo es dann wirklich Essen gibt. Meistens schöne Essen, so richtig Mehrgangmenü. Das zeige ich euch auch was zu. Ich blende es einfach jetzt mal mit ein. Wir haben also jetzt auch wieder sehr, sehr lecker gegessen. Sehr schön in so einem Bedienrestaurant. Oder kürzlich durften wir mal dieses neue Konzept bei Norwegian ausprobieren mit so einer Food Hall. Da konnte man sich, also wie ihr das hier seht, konnte man das mit einem Tablet, konnte sich verschiedene Sachen immer bestellen, so nacheinander weg und dann essen. Da hatten wir so lange Zeit und dann haben die gesagt, bestellt alles, was ihr wollt, so viel wie ihr hintereinander essen könnt und so. Also das ist dann schon cool und da hat man, wie gesagt, so circa 1 Stunde, manchmal anderthalb, je nachdem. Aber die restliche Zeit von den meist so etwa 5 Stunden ist man wirklich auf den Beinen, läuft rum, läuft hoch, runter, kreuz, quer und das Ganze natürlich auch immer mit ein bisschen Stress verbunden, weil man muss natürlich Schritt halten, man muss versuchen einigermaßen die Fotos, die Videos zu kriegen, die Infos aufzunehmen, aber auch immer zu gucken, wo ist die Gruppe, dass man nicht verloren geht. Ja, aber das ist alles nicht so schlimm, weil ich sage immer, das ist positiver Stress. Und wenn man einen Job hat, der einem Spaß macht, dann ist das in Ordnung. Ne? Wenn ich jetzt für diesen Job nichts über hätte oder irgendwann mal vor 20 Jahren meine Ausbildung gemacht habe und einfach in einem Job festklebe, weil ich sage, naja, ich brauche ja einen Job oder sowas und ich bin da halt noch. Und mein Chef schickt mich vielleicht dahin, weil er sagt, komm, ich möchte, dass meine Mitarbeiter hier im Büro mal wieder up to date sind oder ein paar Sachen aus eigener Erfahrung machen oder ihr sollt mir mal was für unsere Social Media Kanäle bringen oder was. Ja, dann ist das natürlich manchmal vielleicht auch eine Qual. Ne? Da würde man es vielleicht auch nicht so gerne machen oder was, aber wir selber machen das ja aus freien Stücken. Es ist unser eigenes Business und wir lieben das ja und von daher ist das eine tolle Sache und ich kann verstehen, wenn es für manche Leute so aussieht, als ob es nur ein Zuckerschlecken, nur Spaß ist. Aber es ist schon auch anstrengend, aber eben für uns eine positive Anstrengung. So, und das sind also Sachen, die mega viel Spaß machen und die mega viel bringen. Also die wirklich auch eine Hilfe für den Alltag oder für den Arbeitsalltag sind.
Und wir haben da so viele Sachen kennengelernt, auch kürzlich, wo wir da auf dem Schiff aus dem eher schon Luxussegment waren. War eine ganz neue Welt für uns, weil wir da privat zum einen sicher nicht die Gelder einfach mal für eine Reise zur Verfügung stellen würden oder stellen können und auch nicht wollen, weil wir dann eher sagen, nee, es ist eh nicht so unseres. Wir mögen ja lieber die großen Fun-Cruiser. Und wenn wir dann das Geld über haben, dann würden wir es eher in zwei Reisen investieren, als dass wir das für eine ausgeben. Aber man hat es dort erlebt und man hat wirklich gesehen, okay, das ist schon eine andere Welt als die Kreuzfahrten, die wir machen. Und wenn man einen Kunde hat, der Wert auf sowas legt, kann man zum Beispiel diese Reederei durchaus empfehlen. Das ist durchaus schön. Das klappt da soweit zumindest, wie man sehen konnte. Es ist eine andere Einschätzung, als wenn man es eben wirklich nur aus dem Internet hat. Aber es geht noch besser. Ja, und zwar hatten wir letztes Jahr das Glück, dass wir bei einer sogenannten Einführungsfahrt dabei sein konnten und das auch noch bei unserer absoluten Lieblingsreederei, nämlich bei Royal Caribbean, als die Wonder of the Seas dann in Europa war. Die ist ja gestartet drüben in den USA damals, als sie dann fertig war und als größtes Kreuzfahrtschiff der Welt an den Start ging und hat dann später hier ab Barcelona Kreuzfahrten gemacht. Und noch bevor wirklich zahlende Kundschaft drauf kam, wurde da so eine Zwei-Nächte-Fahrt gemacht, wo dann eben ja, Presseleute, Reiseblogger und eben Travel Agents, sprich Leute aus Reisebüros, Vertriebler und so weiter, mit an Bord durften, um das Schiff dann eben wirklich mal auf Herz und Nieren unter die Lupe zu nehmen, 2 Tage selber da an Bord zu sein, beziehungsweise eben 2 Nächte. Und ja, wir hatten das halt in der Gruppe von Royal Caribbean gelesen, also sprich dafür die Gruppe, wo die Leute drin sind, die eben, also hier Reisebüro-Mitarbeiter und so weiter, hatten wir das gelesen, dass es da eine Möglichkeit gibt, sich zu qualifizieren. Denn natürlich kommt da nicht jeder einfach so ran. Es gibt da immer verschiedene Sachen. Manche machen das halt nach, da kommen dann nur die besten Agenturen mit dran, sprich die Reisebüros, die auch am meisten diese Reederei verkaufen oder sonstiges. Also da gibt es verschiedene Punkte. Man weiß auch nicht immer genau, wann, wo, wie, warum. Aber da konnte man es eben lesen. Die hatten das dort reingeschrieben, dass es also diese Möglichkeit gibt. Und zwar gab es da so eine Art Challenge. Man konnte sich eine entsprechende App runterladen. Und dann gab es Punkte für natürlich vermittelte Reisen, logischerweise. Das war dann auch aufgeteilt auf Reisen generell mit Royal Caribbean, aber auch wenn du dann gleich das ganz neue Schiff verkaufen konntest, war es natürlich noch besser, hast noch mehr Punkte gekriegt. Dann eben auch die Fragen zu dem Schiff. Also da wurde dann immer so eine Art, ja, wie so eine kleine Akademie gemacht jeden Tag und für richtig beantwortete Fragen gab es Punkte. Und du musstest eine Social Media Kampagne quasi mitteilen. Ja, musstest nicht, aber wenn du die Postings geteilt hast, also die haben die jeden Tag, gab es da irgendwie spezielle Sachen und genau die solltest du dann, konntest du dann von der App aus teilen auf den Social Media Kanälen deines Reisebüros, deiner Reisevermittlung. So, dafür gab es dann auch Punkte. So, und dann, das ging also, ich glaube, 2 Monate oder 3 Monate, also wirklich so als Kampagne gefahren, um das Schiff hier zu vermarkten. Und dann hatten wir irgendwann die Mail, dass wir dabei sind. Und das war so mega. Wir haben uns so gefreut darüber, weil eben natürlich, klar, Lieblingsreederei. Wir hatten ja auch da das Glück, dass wir in der Zeit auch gerade entsprechend die Reise schon oder Kreuzfahrten verkaufen konnten, weil wir viele Royal Caribbean-Leute haben, auch schon aus dem eigenen Bekanntenkreis, die wir früher schon sehr dazu gebracht haben und die mittlerweile auf diese Schiffe und auf die Reederei total abfahren und da immer wieder mitfahren. So, und von daher kam uns das natürlich auch zugute in der Zeit. Ja, und da haben wir uns riesig gefreut. Und, das war aber wirklich ein richtig, richtig cooles Erlebnis. Wir konnten ganz in Ruhe das ganze Schiff, wir konnten Suitenbereiche, wir konnten in diese ganz besondere Royal Loft Suite. Also ihr seht das hier alles, ich blende einfach mal zwischendurch immer wieder ein bisschen was ein, so impressionsmäßig, während ich erzähle. Wir konnten das alles uns angucken. Also auch da, wo wir natürlich auf einer normalen Reise nicht hinkommen würden als normaler Passagier. So, wir hatten frei essen, frei trinken, die Shows sowieso, ne? Das ist ja auch, also wie ein Passagier auch, aber dann volles Programm und konnten alles ausgiebig ja, austesten. Es gab dann aber auch an Bord natürlich noch Social Media Challenges, ne? Da konnte man dann bestimmte Punkte und sollte das dann posten. Dann gab es Showkabinen, wie schon gesagt, Suiten und so. Da stand dann genau drin, dann und dann sind die offen, da könnt ihr gucken. Dann standen überall Mitarbeiter zur Verfügung, die man dann fragen konnte, gewisse Dinge nochmal sich erklären lassen konnte. Vieles wussten wir natürlich schon, weil wir die Schiffsklasse aus dem FF kennen, von eigenen Reisen und so weiter. Aber natürlich ist immer alles wieder irgendwo neu, wenn so ein neues Schiff kommt.
Und das war mega cool. Wir haben ganz in Ruhe alles gefilmt. Also wir sind also an dem einen Tag an Bord, haben dann damit, das gab es dann erstmal diese ganzen Challenges da, die man dann mitgemacht hat. Und haben dann erstmal uns den ersten Eindruck verschafft. Und dann am nächsten Tag war quasi Seetag. Da waren wir also nur auf See unterwegs. Und an dem Tag haben wir wirklich durchgemacht. Wir sind das Schiff von oben bis unten, von vorne bis hinten, alles entsprechend in Ruhe gefilmt. Das ist natürlich ein Riesenvorteil. Wenn man so an Bord ist, kann man das ganz anders machen, kann vielleicht nochmal was nachdrehen. Wenn wir jetzt so wie gestern unterwegs sind, ich habe heute das Video dazu gemacht, dann hat man schon manchmal das Gefühl, das ist jetzt nicht so, wie ich es gerne gehabt hätte und das Video ist verwackelt, aber man muss ja schnell wieder hinterher. So, das war da eben ein bisschen besser zu machen. So, und das haben wir alles gemacht, in der Zeit dann selber auch vieles erkundet, ausprobiert, zwischendurch natürlich die Cocktails getrunken, denn das sollte man ja auch. Ne? Man sollte ja auch gucken, wie schmeckt es da, wie geht es da, wie ist der Service und so weiter und so fort. Und klar, wenn man das dann gepostet hat, auch auf seinen privaten Kanälen, so beruflich unterwegs auf der Wonder, dann kommen solche Leute und sagen, ach komm, das kannst du mir doch nicht erzählen und so und sind dann teilweise auch neidisch, wo ich sage, naja, es braucht niemand neidisch sein, weil letztendlich darf es jeder machen. Jeder kann es machen, wer es möchte. So, und niemand muss dafür seinen Job aufgeben, denn wie gesagt, mein Mann hat es auch nicht gemacht. Es ist immer nur eine Frage der Prioritätensetzung. Und wenn man sagt, es macht einen Spaß und man hat selber so ein Faible dafür über und möchte sich da was aufbauen, anstatt wo andere Leute, ich kenne auch Leute, die haben ihren Nebenjob da und gehen putzen und sagen dann zu mir, oh, das sieht ja nicht nach Arbeit aus, aber ich habe dafür ja keine Zeit. Ja, nee, ne? Also von daher sage ich immer, Leute, nicht neidisch sein, entweder selber machen oder sagen, ja, nee, das ist nicht so mein Ding, aber ich bin. Dann brauche ich auch nicht irgendwie neidisch oder sowas sein. Nein, aber das sind schon dann so schöne Sachen, wo man selber oder wo ich selber dann auch immer sehr, sehr dankbar bin, und sage, das ist einfach was. Ich finde das so toll, dass ich die Möglichkeit habe, das zu machen, dass ich irgendwas machen kann, was mir auch wirklich Spaß macht und wo ich mir, sage ich mal, oder wo wir uns nochmal ein Zusatzeinkommen generieren können, mit dem wir dann wiederum unser Hobby finanzieren und natürlich auch wieder die Reederei. Also im Prinzip bräuchten die uns Provisionen nicht zu überweisen, oftmals, weil meistens geht es sowieso wieder in irgendwelche Reisen zurück. Aber es ist einfach schön und ich finde das so privilegiert in dem Sinne, was ich da mache. Privilegiert nicht unbedingt, weil es nicht jeder machen darf, sondern einfach privilegiert, weil ich selber auch den Mut dazu habe, weil wir aber auch die Voraussetzungen dafür haben und weil es einfach Spaß macht. So, oder ich sitze dann hier zu Hause und arbeite die Angebote am Laptop aus, wenn jemand ein Angebot möchte, wenn jemand sagt, ich möchte da und dahin, hast du da mal was oder den Zeitraum. Das kann ich, bei dem schönen Wetter sitze ich dabei auf der Terrasse, mach das, ne? Oder auch mein Mann, wenn der abends was da macht, dann sitzen wir draußen dabei. Das ist einfach eine schöne Sache. Und egal, wie man das sieht, es ist natürlich auch immer Arbeit. Es ist nicht so, dass man sagt, das macht man alles locker und das ist alles easy. Nein, gerade auch wenn man Quereinsteiger ist und so in den Bereichen, wo man sich vielleicht nicht ganz so gut auskennt und sich das selber alles aneignen muss, das ist schon tricky, aber das macht Spaß und wenn jemand selber sagt, ich bin da auch für, dann kann ich immer nur sagen, traut euch ran, traut euch, ihr habt ja nichts zu verlieren. Was kann passieren? Im schlimmsten Falle, ja. Habt ihr keine Einkünfte, weil noch keine Buchungen da sind? Das hatten wir auch lang genug, weil wir auch noch in der blöden Corona-Zeit oder kurz vor Corona erst gestartet sind. Aber wenn man immer hart weiter dran arbeitet, dann kommt es auch irgendwann und irgendwann wird es ein Selbstläufer, weil dann wird auch empfohlen, dann kommt jemand auf dich zu und sagt, du, ich habe bei dem das gebucht, du hattest dem das vermittelt, hast du da mal was und so. Natürlich dauert das und das ist Arbeit. Das ist jeden Tag Arbeit. Das ist jeden Tag irgendwas bei Social Media posten. Das ist jeden Tag sich weiterbilden. Das ist viel darüber sprechen, dass auch jeder weiß, was du machst. Weil manche wussten es bei mir immer noch nicht. Oder es gibt immer noch Leute, die es vielleicht nicht ganz so wahrgenommen haben oder mich dann ansprechen, wenn sie mich mal wieder sehen. Du, was postest du denn immer da? Was machst du denn jetzt? Kann man bei dir jetzt eine Reise buchen oder was? Hier ist es gar nicht so aufnehmen. Und wie gesagt, und auch diese ganze Weiterbildung. Und natürlich auch jetzt. Wir waren das ganze Wochenende unterwegs. Wir waren Freitag 5 oder 6 Stunden auf der Autobahn, weil auch noch viel Stau war und so weiter. Ja, es war nervig. Und vielleicht wird der eine oder andere sagen: Ja, nee, da extra hinzufahren, um dann da über Schiff zu rennen. Oder auch Hotels. Man kann das zum Beispiel auch teilweise in Hotels machen. Wir hatten auch schon so einen Trip und so weiter.
Natürlich, wenn man sagt, nee, das ist mir alles zu anstrengend und das mag ich gar nicht, ja, dann muss man es lassen. Ne? Aber wenn man da auch eine gewisse Art Spaß dran hat, dann überlebt man auch diesen Stress oder dann steckt man den auch weg. Weil, sind wir doch mal ehrlich, bei der Arbeit ist es bei den meisten so, dass die Arbeit mittlerweile keinen Spaß mehr macht. Für viele ist die Arbeit einfach nur noch da, weil es muss ja, weil irgendwo muss das Geld herkommen. So, die wenigsten Leute haben mittlerweile noch Spaß an dem, was sie tun. Und wenn man dann zumindest in seinem Nebeneinkommen, wo man sich das Ganze noch mit aufpeppt, was macht, was einem Spaß macht, dann ist es schon die halbe Miete, bevor man da auch noch irgendwas machen muss, was einem keinen Spaß macht, wenn man dann irgendwo putzen geht oder sonst was. Ich zum Beispiel hasse Putzen. Ich bin froh, wenn ich hier mein Haus geputzt habe. Hab zwar auch früher schon mal geputzt, weil nichts anderes ging und man Geld brauchte, aber wenn ich es mir aussuchen kann, also da habe ich lieber den Stress, auch wenn ich beim Putzen schneller an mein Geld gekommen bin, weil. Ne, einfach da hingegangen, geputzt und dann habe ich das Geld und hier muss ich vielleicht oder gerade so zu Anfang musste man mehr tun, um was zu erreichen und hat auch manchmal seine Durstphasen. Aber es macht einfach mehr Spaß, auch das Ganze noch drumherum. Ja, aber ihr habt das ja jetzt so ein bisschen gesehen, wie vielfältig das ist, dass es also längst nicht nur so ist, dass ihr dann am Laptop sitzen müsst und dann eben gucken müsst, hier wo ist welches Hotel für welchen Preis und dann Buchung erledigen oder so. Nee. Es gibt auch viele ganz tolle Sachen, tolle Events. Man kommt raus, man lernt neue Leute kennen. Und ja, von daher habt ihr jetzt mal so einen kleinen Einblick in die Nebentätigkeiten rund um die Reisevermittlung bekommen, wie ich es immer so schön sage. Ja, falls ihr irgendwelche Fragen dazu habt oder sagt, Mensch, würde mich auch mal interessieren, kannst du da mal was näher erzählen, dann schreibt einfach kurz und dann kann man notfalls auch mal einen ganz eigenen Termin oder sowas machen oder wirklich auch mal telefonieren. Das ist alles gar kein Problem. Ja, das war es jetzt erstmal mit diesem Video, weil ich muss jetzt auch mal wieder weitermachen. Habe nämlich noch was zu erledigen. Und dann hören wir uns in einem der nächsten Videos wieder. Bis dahin sage ich Tschüss.